Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar haben wir heute Samstag. Es ist jetzt circa 11 Uhr, um 11.30 Uhr wieder mal Verabredung im High Five mit den ganzen Jungs. Paul, Marc kommt heute auch, lerne ich heute auch kennen. Richtig geil, freue mich auf jeden Fall schon. Und dann glaube ich kommt auch noch Benny, Johnny, Johannes, Julian, weiß ich nicht. Also ja. So, die ganze Partie wird auf jeden Fall wieder ein echt geiler Tag. Mal sehen, was so alles ansteht. Ich weiß jetzt noch nicht so viel, was wir machen. Also jetzt erstmal Training natürlich. Bei mir steht Brustdrücken an. Ich hoffe, das kann ich recht gut dort trainieren, weil im High Five sind wirklich viele Maschinen gesperrt. Beziehungsweise es ist einfach viel gesperrt und das fuckt mich etwas ab, weil ich nicht die Sachen machen kann, die ich machen will, beziehungsweise die ich machen würde. Und mal sehen einfach, was ich da so sozusagen machen lässt. Ich werde mir jetzt erstmal, ich bin wieder bei meinem Bäcker, wo ich gestern schon war, die letzten Tage, ein geiles Bäckerl gönnen. Zeige ich euch auch gleich. Und ein bisschen Stärkung nochmal sammeln, weil ich habe heute erst die Greens plus Strong genommen. Werde ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinken. Sonst nämlich noch nichts. Das heißt, mir fehlt eindeutig was im Magen. Und ich würde sagen, ich hole mir jetzt was. Wie ihr sehen könnt, ich habe mir mittlerweile die Weste ausgezogen, weil es ist einfach nur richtig kalt und es ist richtig schönes Wetter. Wir haben 27 Grad, Sonnenschein, wirklich keine Wolke am Himmel, also richtig angenehm. Auf jeden Fall wollte ich jetzt kurz zeigen, was ich mir zum Frühstück gegönnt habe, beziehungsweise beim Bäcker da jetzt. Und zwar eine Coke Zero, Leute, Standard wie immer. Und haben sie extra für mich belegt, ein richtig geiles Weckerl mit Gurken drinnen, Paprika, zwei Salatblättern und Salami, also richtig nice. Werde ich jetzt erstmal essen, damit ich gut Stärkung habe. Ich habe jetzt noch 25 Minuten, das heißt kein Stress, noch da ein bisschen sitzen, frische Luft genießen und mal sehen, was dann ansteht. Und ich bin auch richtig gespannt, ob alle pünktlich sind. Gestern zum Beispiel war Benny unpünktlich. Also bin ich einfach gespannt, ob Marc zum Beispiel pünktlich ist oder wie, oder ob er zu spät kommt, keine Ahnung. Ist im Endeffekt eh scheißegal, aber finde ich nur lustig so zu beobachten. Auf jeden Fall lasse ich es mir jetzt schmecken und ich melde mich dann später wieder. So haben wir uns jetzt alle mittlerweile gut getroffen, also nicht alle, Marc fehlt noch. Paul kommt da vorne gerade, ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Johnny ist auch schon da, Olli auch. Und wir warten jetzt noch kurz, dann geht's ab ins High Five und dann wird gepumpt. Alles klar? Moin, moin. Ja, moin. Einfach mit Kamera begrüßen, man kennt's. Ja. Gut geschlafen, Jungs? Ja. Ja. Also wie ihr gesehen habt, wir sind im High Five angekommen. Jetzt muss ich noch auf Marc warten, falls er nicht schon da ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass das ein nices Training wird, aber das bezweifle ich nicht. Wird sicher ein nices Training und ich würde sagen, ich melde mich sofort wieder. Ratet mal, wer angekommen ist. Hey, was geht, Manu? Alles klärchen. Heute wird Ganzkörper trainiert worden. Genau. Wir starten, weil wir wissen, ich habe Brustrücken, deswegen starten wir sozusagen mit Brust und Rücken. Dann habe ich mein Training fertig sozusagen und dann machen wir zum besten Marc Teil. Genau, Beine. Boah. Den Teil, den du nicht so gern magst, oder? Ich habe vorgestern eigentlich das erste Mal Beine trainiert. Das erste Mal, ich habe schon ein paar Mal gemacht, aber wirklich jetzt sozusagen mit Plan und so von Paul. Und habe im Beuger richtigen Kater. Aber den habe ich erst heute bekommen, das wollte ich euch auch noch erzählen. Krass. Gestern gar nichts, wirklich null. Und heute auf einmal stehe ich auf. Ich kann mich fast auf die Fresse Zweite geflogen. Zweiter Tag ist immer schlimmer, Digga. Ja. Zweiter Tag ist immer schlimmer. Also, Plan für jetzt. Brust, Rücken. Dann machen wir Marc seine Übungen. Die wird er dann mir zeigen, erklären, wie auch immer, falls ich die noch nicht gemacht habe. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, wir stehen am Latzug, weil Paul, Johannes, wir setzen die Bank und noch irgendwelche anderen Leute. Wobei ich sehe gerade, dass die Bank frei ist, aber ist jetzt scheißegal. Marc macht sich schon nackig. Kommen okay. Auf jeden Fall. Wie gerade erwähnt, wir beginnen jetzt mit Latzin. Machen da insgesamt kurz mal am Plan schon, was mir Paul da vorgegeben hat. Ich glaube, wir machen 4 Sätze zu je 8 bis 12 Wiederholungen. Wir halten uns natürlich an den Plan. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Aufwärmsatz. Pünktlich gewesen? Ja, ich würde sagen, für Marzahner Verhältnisse schon sehr pünktlich. Einer hat sich auf die Bahn geworfen, deswegen musste ich in den Ersatzverkehr umsteigen. Und am Alex ist irgendein Verrückter nicht eingestiegen, also. So.
Das ist Marzahn, Digga. Aber ich muss auch noch mal sagen. In Wien ist das Ganze etwas anders. Und in Wien gibt's auch keine Handtücher, oder? Ich brauche keine Handtücher. Ich bin sauber, Leute. Erster Arbeitssatz wäre erledigt mit 55 Kilo. Marc hat mir gerade eben schon gesagt, weil eigentlich hätte ich das jetzt als zweiten Arbeitssatz gezählt. Aber der erste war sozusagen nur mit 45 Kilo. Muss ehrlich sagen, da habe ich nichts gespürt. Und Marc hat dann gemeint, jo, wir zählen den nicht. Wir zählen jetzt den erst. Sprich, das war der erste Arbeitssatz mit 55 Kilo. Und wie viel machen wir jetzt, Marc? 65. Achso, 65 Kilo, genau. Ich dachte gerade, wie viele Sätze. Da ich ja, drei Sätze noch, 65 Kilo. Starten wir mal jetzt. Ja. Schauen, ob wir dann noch auf 70, 75 gehen. Keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall trainiert und hast es schon bockt Booster? Richtig. Booster, nein. Nein? Wird sich jetzt auch noch gegönnt. Etwas spät, aber Leute, für Booster ist es nie zu spät. Also ich habe hier Workout noch am Start, aber ich glaube, wir sollten lieber Goat nehmen. Genau. Ich habe mir Workout hier so abgefüllt wie so ein Crack-Dealer. Aber Marzahn, Leute, Marzahn lebt. Ja. Auf jeden Fall haben wir da jetzt den Goat von Rocker Nutrition. Und zwar Blueberry Sour Power werde ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinken. Hauen wir uns jetzt zwei Scoops rein. Und ich würde sagen, dann starten wir auch richtig mit den schweren Arbeitssätzen. So, zweite Übung. Marc haut schon das Gewicht drauf. Wir haben zwei Aufwärmsätze gemacht. Und ich muss wirklich sagen, Respekt vor Marc seiner Technik, die ist einfach nur aus dem Lehrbuch. Schaut wunderschön aus, das kann man nicht beschreiben, einfach, ihr werdet das hier gleich sehen. Ist zu geil, nein, ich schwör's wirklich. Digga, du bist der coolste Typ, Mann. Der sympathischste überhaupt, Alter. Sympathisch sind wir alle, wir Österreicher. Auf jeden Fall wirklich, Ausführung sieht so hammermäßig Digga, aus. Mann. Bei mir leider noch nicht, wie ihr wisst, ich mache Bankdrücken eigentlich fast nicht, ich mache das immer auf so einer Maschine. Aber wie findest du sie dafür? Ja, auf jeden Fall mega stark. Und Johannes und Paul haben dir jetzt auch noch Tipps genau gegeben. Genau, Johannes also und Paul haben mir gute Tipps gegeben. Das werdet ihr dann wahrscheinlich in deren Videos sehen. Kurzen Ausschnitt. Aber auf jeden Leute, Fall gebe ich mein Bestes. Falls ihr diesen jungen Burschen noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn sofort, aktiviert die Glocke, ihr wisst Bescheid. Und natürlich das Video liken, denn das ist einfach heftig. Würde mich sehr freuen, wirklich. Ja, danke. Manuel und Manuel in einem Video. Was will man mehr, Dicker? Manuel 1.0, Manuel 2.0. Peace. Wir starten jetzt mit Bankdrücken. Johannes meint easy. Der baut sich da auf, als würde er 120 drücken. Come on, let's go. Easy. Also bei Marc merkt man wirklich, der ist on fire. Und gerade jetzt, wenn ihr zusammen trainiert, es gibt ja dir auch nochmal einen ganz anderen Push. Weißt du, was ich meine? Sonst ist es so weit weg. Instagram, Wien und jetzt so dieses Zusammentrainieren. Aber Johannes, ich glaube, es ist auch nicht. Wa? Ich will dich auch stolz machen, weil, weißt du, Manuel hat ja Paul als Coach. Und ich muss ja dich verteidigen, Johannes. Ich ja, muss zeigen, wo der Hammer hängt. Wenn mein Schüler zum Coach wird. Aber ich glaube, Paul ist nicht nur von Manuel. Ey, das ist dieser Julian. Coach, das ist dieser Julian. Angeht, dieser, ist das nicht dieser Julian? Ja. Moin, moin. Mann, ihr schon wieder hier, ey. Moin. Hey, Servus. Na? Sondern ist auch ein guter Mentor. Obwohl Paul so jung ist, ist er auch jemand, der ja ihm halt zeigen kann, wo es lang geht. Also, wenn ein also Leute, kommt in die WhatsApp-Gruppe. Oder in den Buchclub. Geht auch. Also ich muss wirklich sagen, mit Paul an der Seite bzw. halt als Coach lässt sich das wirklich nice machen, er gibt mir Tipps. Wie gesagt, Trainingsplan habe ich von ihm bekommen, macht richtig Bock, kann ich euch sagen. Und ich hoffe einfach, dass meine Technik wie die von Marc wird, weil, wie schon gesagt, die ist wie aus dem Lehrbuch abgeschrieben. Und Mann. So ein Ehrenmann, Leute. Warte, wie viel haben wir jetzt gemacht? 70 Kilo haben wir jetzt drauf, das heißt erst aufwärmen. Immer aufwärmen. Bro, du machst 80 Kilo, 12 Wiederholungen. Wir fangen erst bei 80 Kilo an und vielleicht auch erst bei 85, mal gucken. Du bist strong, Bro. Man lernt nie aus, Leute. Doch. Achso, nein. Nein. Aber ich dachte jetzt, du sagst gerade so, nein, das würde ich. Jetzt okay. Ballern, Digga. Ich würde sagen, letzter Aufwärmsatz, dann gehen wir ran ans Arbeitsgewicht. Ich muss sagen, 80 Kilo fühlen sich heute etwas schwer an. Vielleicht liegt es an, dass ich gestern schwer Schultern trainiert habe. Vorgestern beim Rocker-Dreh auch die 80-12 mal gedrückt habe für die Challenge. Aber nichtsdestotrotz, es gibt keine Ausreden. Wir hauen da jetzt noch drei Sätze raus, insgesamt fünf wie immer. Marc spottet mich auch. Wegen dieser behinderten Ablage da, die ist so niedrig und man verbraucht leider Gottes so viel Kraft. Aber wie schon gesagt, keine Ausreden.
wir ziehen durch. So, weil der Kabelzug zum Rudern besetzt war, die T-Bar Rows sozusagen, da die Stange auch besetzt war von Paul und Johnny, mussten wir jetzt auf das Rudern mit dem Körpergewicht zurückgreifen sozusagen. Genau. Zu meinem Spezialgewicht. Ich muss sagen, es geht auf jeden Fall rein, aber ich hätte zu 100% mehr Bock auf das Rudern. Aber man kann nichts machen. Man muss variieren, wenn mal was besetzt ist. Das heißt, wir geben unser Bestes, Leute. Let's go. Never apologize for saying how you feel. That's like saying you sorry for being real. And ever since Michael Brown, man, I'm crack is still killing. Okay, hier ist wichtig, ans Muskelversagen ranzugehen, Leute, da wir nicht genug Widerstand haben. Und wir müssen ja irgendwie einen Muskelreiz setzen. Das heißt, wir das Ganze hier mit metabolischem Stress zu machen und wirklich ans Muskelversagen ranzugehen, damit der Rücken wirklich wächst. So ist es, Leute. Man muss ab und zu auch mal auf Sachen zurückgreifen, die man nicht so gerne macht. Aber das gehen wir ein. Wir wollen maximalen Muskelwachstum. Das heißt, wir geben alles dafür. Nächste Brustübung steht an. Und zwar machen wir da Butterflies. Ich sehe gerade, die ist schon wieder besetzt. Das heißt, wir dürfen mal wieder schauen, warten, variieren, wie auch immer. Und mal sehen. Endlich frei geworden. Und jetzt ballern wir noch die letzten drei Brustsätze. Don't nobody listen till you start a fire. See, I don't protest, cause I'll start the fire. This is self-expression. You can't restrict the movement. Nah, nah. You can't restrict the movement. So heftig, Mann. Ich liebe diese Übung, Mann. Holy shit. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie sich die anfühlen wird. Bei mir im Top-Gym ist es nämlich etwas anders. Und zwar sind diese Teile da nicht beweglich, sondern die sind fix. Sprich, mal kurz über die Maschine, die kam. Sprich, das bewegt sich nicht rum bei mir im Top-Gym. Also ich bin gespannt, ob ich die gut spüren werde. Yo, they think it's a game. They think it's a joke. Hey, yo, they thinking it's a game. They think it's a joke. Now they think it's a game. When black lives are under attack, what do we do? Stand up, fight back. When black lives are under attack, what do we do? Stand up, fight back. So, Marc will mich jetzt des Ernstens für Kniebeugen überreden. Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwo angerannt ist, so sagt man das in Wien. Und weil, ich habe vorgestern, wie ihr wisst, Beine trainiert, habe einen fetten Muskelkater 2 Tage erst danach bekommen. Gestern habe ich gar keinen gehabt, heute auf einmal den Beuger richtig fett. Also ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, ob ich das machen kann, werde. Deswegen werde ich da wahrscheinlich jetzt Marc nur zuschauen, währenddessen ein paar Klimmzüge vielleicht noch machen und mal sehen. Fertig mit dem Training. Marc gönnt sich einen Shake, oder? Machst du einen Shake? Auf jeden Fall. Jetzt geht's ab zu Five Guys. Richtig geil, Leute. Ich bin jetzt, glaube ich, schon den 3. Tag hintereinander da. Masse muss sitzen. Richtig. Johnny, nix für dich, Five Guys. Du bist auf Diät. Für dich gibt's Brokkoli. Schön, wenn auf jeden Fall wird sich da jetzt gegönnt. Zeige ich euch hier gleich Pommes, Burger, Hot Dogs. Für dich gibt's Brokkoli. Für Johnny gibt's Brokkoli. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Es ist scheiße. So, Freunde, wir sind am Alexanderplatz. Es wird jetzt eine Umfrage gestartet. Ich gegen Marc und Benny. Und das haben wir haben wieder mal einen Gast, der sich um einiges verspätet hat. Riesenbesoffen. Wie geht's? Den lieben Ronald. Ja? So, wir sind mit der ganzen Crew sozusagen in dem Steakhouse angekommen. Wollten eigentlich zu einem Burgerland. Ich habe noch immer kein T-Shirt an. Ja, Mann. Wollten eigentlich zu einem Burger Geschäft laden, was auch immer, hatte leider zu, beziehungsweise hat zugesperrt. Das heißt, wir sind jetzt in so einem Steakhouse, wie schon gesagt, wird sich jetzt ordentlich was gegönnt. Ich habe so Hunger, habe bis jetzt eben nur dieses eine Bäcker gegessen und ja. Wir haben jetzt die 2. Mahlzeit bekommen. Steak, Kartoffeln, Reis, was gönnst du dir, Marc? Ja, Steak, Kartoffeln, Steak. Reis, nein, das Steak. Ron auch. Und wir lassen es uns jetzt alle gut schmecken. Im Hotelzimmer angekommen, wir haben es genau 19 Uhr, gibt es jetzt noch einen guten Shake, und zwar der Vegan Chocolate Flavor. Also eine geile Nachspeise auf jeden Fall nach dem Steak, nach den Chicken Nuggets. Und ich sag's, ich bin K.O., ich bin voll gefressen. Aber nichtsdestotrotz werde ich wahrscheinlich später noch kurz zum Lidl vorbeischauen, weil in 1-2 Stunden, setzen wir uns mal hin, in 1-2 Stunden habe ich wahrscheinlich wieder kleinen Hunger und dann gönne ich mir sozusagen noch einen kleinen Proteinsnack. Aber Leute, ich werde dieses Video jetzt an dieser Stelle beenden, weil das war es auch großteils mit dem Tag. Und ich würde sagen, gebt mir gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, wie immer, was euch am Herzen liegt, was ihr mir erzählen wollt, was auch immer, würde mich wirklich drüber freuen.
Und natürlich, darf ich auch nicht vergessen, abonnieren bitte. Wäre richtig geil. Wir sind jetzt fast 15.000. Das ist so abnormal. Wirklich riesen Dankeschön. Mir fallen schon fast die Augen zu. Ich bin einfach nur zu müde. Damit verabschiede ich mich. Peace out, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video.